Hallo, hallo, grüß dich. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Auch, alles super. Ja. Schön habt ihr hier. Ja, super, ne? Schönes Haus hier, wo der Nabo sitzt. Auch hier die Natur, gefällt mir richtig du gut. Du kennst dich ein bisschen aus mit der Natur? Ein bisschen. Ich glaube, gegen dich habe ich keine Chance, aber... Ja, aber du bist naturverbunden, ne? Ich bin sehr naturverbunden, doch, auf jeden Fall. Ja, super. Machen wir. Ich habe hier schon zwei Schippen. Sehr gut. Gehen wir einfach los, ne? Wir gehen los. Ist total wichtig, dass wir, was wir tun, auch der Bevölkerung vermitteln. Das, von davon ist klasse, dass mal ein Fußballer zu uns kommt. Glaubt man ja gar nicht, dass da so ein Interesse an Naturschutz besteht. Das fand ich sehr toll, dass der Sven so interessiert ist. Und für uns natürlich eine tolle Gelegenheit, das auch in die Öffentlichkeit zu bringen, unsere Arbeit. So, hier habe ich die Pflanzen. Ah, sehr gut. Und wir wollen jetzt hier so in einer Linie so eine schöne Wildfruchthecke pflanzen. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben Weißdorn, wir haben Heckenrose, wir haben Brombeere. Brombeere? Interessant. Also ich habe ja auch Bock auf so eine Sachen. Ich ziehe auch schon mal los und sammle einiges. Mach zum Beispiel, oder mein Vater macht zum Beispiel Wein von den Hagebutten. So. Wie tief müssen die Löcher sein? Ja, mach mal so 20 cm, so wie der Wurzelballen ist. Das wird ein Teil des essbaren Wildpflanzenparks, den wir in Bad Ischbringe entwickeln. Ja. Da haben wir verschiedene Biotope, um Wildpflanzen zu zeigen, wo man die Früchte essen kann oder okay, die Blätter und so weiter. Und hier soll so eine Wildfruchthecke entstehen. Ja, ist auf jeden Fall schön. Direkt neben also ein Kindergarten ist ganz cool, wenn die Kinder auch lernen, wo kommt was her. Gefällt mir sehr gut, die ganze Idee mit dem, ich glaube, 14 Stationen werden es sein. Es wird so ein Rundweg von 3 Kilometern etwa im Arminiuspark, Jordanpark und hier das Schulgelände. Okay. Quasi innerstädtisch, ein Rundweg, ein Lehrpfad. Und diese Hecke ist eine Station davon. Der Sven war wirklich interessiert an unserem essbaren Wildpflanzenpark, weil er ja selbst auch da Bezug zu hat, aus der Natur Sachen zu nutzen. Und, kannst du noch? Ach, das ja. Das ist für dich ja. Du bist ja durchtrainiert. Ja, ich habe jetzt vor kurzem Hühnerstall bei mir zu Hause gebaut. Da muss ich auch einiges buddeln. Ja. Und von daher bin ich noch ein bisschen in der Übung. Und ist mal was anderes, ne? Das ist so. Als Training. Ja. Halt ein anderes Training. Da hole ich mir hier meine Krafteinheit. Also Muskelkater wirst du nicht kriegen heute. Ah, will ich auch nicht mit wetten. Das könnte schon passieren, aber dann weiß man wenigstens, ob man was getan hat. Ja, und das für einen guten Zweck heute. Ist ja leider so, dass die Insekten so dramatisch zurückgegangen sind. Ist das so? Ja. Und? Also ich weiß, von Bienen weiß ich, dass die Stress haben. Ich muss sagen, da war ich auch schon mal drauf und dran, mir ein Volk zu holen, um das so ein bisschen zu unterstützen. Aber... Man noch ist nicht dazu gekommen. Ja. Waren erstmal die Hühner dran. Insekten, die Bienen finden halt immer weniger. Es gibt fast nur noch grüne Gärten, wo keine Blumen, sondern nur noch, was weiß ich, Buchsbäumchen stehen. Und ja, die haben halt nichts mehr. Und ja, wir müssen halt unbedingt was tun, auch um den Schutz zu gewährleisten von den Insekten, von den Bienen. Das muss uns alle zu nachdenken geben, weil wissenschaftliche Untersuchungen ja belegt haben, dass 2/3 der Insektenbiomasse verschwunden ist in den letzten 30 Jahren. Also Aufklärung ist wichtig, weil viele, wir merken, dass nicht mehr den Bezug zur Natur haben oder wie Nahrungsmittel entstehen, welche Inhaltsstoffe drin sind, was essbar ist. Also dieses Wissen zu vermitteln ist extrem wichtig. Als Kind habe ich viel von meinen Eltern mitgenommen. Das war bei uns ja früher noch nicht so mit dem Handy, sondern dann wurde ich vor die Tür gestellt oder wir sind mit meinen Eltern losgezogen, haben Brombeeren gepflückt und da habe ich halt viel Wissen auch schon mir angeeignet, was zum Beispiel Pilze angeht, was Beeren angeht. Da habe ich viel gelernt, konnte dadurch viel mitnehmen. Ja, im Endeffekt war es mir dann aber nicht genug und habe mir dann selber noch so ein bisschen nach und nach angeeignet. Ja, Naturschutz ist mir schon sehr wichtig. Also, aber ich glaube, wir sollten schon enorm darauf achten, ja, dass nicht nur wir hier auf diesem Planeten sind, sondern halt auch noch andere Lebewesen. Und auf die sollten wir auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja, Sven, das war ja heute ein super Einsatz von dir, aber du musst, glaube ich, jetzt gleich zum Training, ne? Habe ich gehört. Genau, also Krafttraining habe ich mir heute gespart. Das habe ich heute hier absolviert.
Aber vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht. Ich konnte einiges mitnehmen. Ja, super. Und ja, wie gesagt, wenn irgendwas ist, ich helfe auch gerne mal buddeln. Finde ich klasse. Also hätte ich nicht gedacht, dass die Idee ist schon genial, sage ich mal, zu verschiedenen Organisationen zu kommen und da mal reinzuschnuppern, mitzumachen. Das ist richtig klasse. Finde ich gut, was der SC Paderborn macht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute so viel schaffen und echt super von dir. Ach, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Macht's gut. Okay, danke. Ciao. Tschüss.